Hey ho und herzlich willkommen hier zur neuen Folge von Watch Dogs 2. Und ja, mal gucken, was wir heute machen. Ich würde sagen, wir haben eh keine Nebenaufträge mehr, deswegen ja, machen wir uns an die Hauptmission, ne? Nämlich New Dawn ein bisschen auf den Zahn fühlen. Jetzt muss ich nur mal kurz hier irgendwie schauen. Ich kann doch bestimmt mich da irgendwo in die Nähe porten, ne? Ja, guck mal. Coffee Shop. Oh, ein X-Scout in der Nähe. Ein Gemälde der Golden Gate Bridge soll hier in der Nähe sein. Gemälde der Golden Gate Bridge. Ist das hier um die Ecke? Oder ist das hier irgendwo? Irgendwo ein Gemälde von der Golden Gate Bridge soll hier sein. Mal gucken, ob wir da was finden. Sieht aber nicht ganz danach aus irgendwie, ne? Irgendwie ja nicht. Ein wenig doof. Danke. Raus sofort! Danke. Sorry. Ich habe mich entschuldigt. Und Mission starten. Spinnst du? Hey, ich gehöre zu Deadzeit. Kauf der Leuchtung. Kostet nur euer ganzes Geld. Kauf der Leuchtung. Kostet nur euer ganzes Geld. Ist das Ablenkung genug? Ja. Gehst du rein, um dich umzusehen, oder? Oh ja. Oh, bin doch schon im Sonntagsanzug. Schön. Kauft Erleuchtung. Kostet nur euer ganzes Geld. Sell your soul. So, normalerweise... Okay, ich geh jetzt rein. Ich krieg sicher was raus über Siska. Wir ziehen in die Schlacht gegen diese Wichser. Ich brauche jeden Dreck, den du findest. Um neue Follower zu kriegen, müssen wir für einen echten Skandal sorgen. Warum denken wir uns nicht was aus? Wenn das aufliegt, wird alles, was Derzek je gesagt hat, als Lüge abgestempelt. Keine Sorge, wenn es Schmutzwäsche gibt, finde ich den Wäschekorb. Und hier ist Marcus mit der eleganten Metapher. Ach, ich gebe mir Mühe. Okay. Danke für die Key. Schnell mal Jumper entfernt, bevor er mir den Jumper noch kaputt haut. Okay, jetzt wissen sie eh, dass wir da sind. Jetzt können wir auch unseren Spaß mit uns mit denen haben.
Danke Botnet. Danke Kohle. Danke. Danke. Zack. Ich müsste irgendwie nach oben. Fuck. Wir warten mal kurz. Macht mal. Lassen es gut sein. Verkauft wir uns. Wir machen alles nur noch schlimmer. Oh mein Gott! Scheiße, ich muss in die Nähe. Schnell. Scheiße. So. Und einfach hier warten. Ich bin gar nicht gesucht, das ist das. So, 5, 4, 3, 2, 1, zack. Jetzt müssen wir lediglich das Gebiet verlassen. Guck mal. Da steht sogar ein Motorrad, wo wir das schön schnell machen können. Zack. Leute, Siska wäre ein guter Verbündeter. Der Mann hat echt Ärger mit der Kirche. Die planen sogar einen Notfall-Audit mit ihm. Audit. Die wollen sein Geld haben. Natürlich. Das auch. Aber das hier ist was anderes. Die verkabeln sich mit diesen gefakten elektronischen Scheißdingern und spielen Psychiater miteinander. Echt süß. Siska wartet auf den Auditor, aber stattdessen werde ich ihn besuchen. Ist das dein Ernst? Hast du sowas drauf? Aber sowas von. Erst muss ich den echten Auditor aufhalten. Er kriegt einen Anruf von Jimmy Siska. Ja, Leute, ihr müsst hören, wie er Jimmy Siska nachmacht. Einfach zu geil. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich melde mich. Oh, naja. Okay. Hallo? Jason, Sie sollen heute zu einem Audit kommen? Jimmy! Ja, genau. Ich wollte gerade los. Wie läuft's denn so? Nicht gut. Ich glaube, ich habe zu viele Empanadas gegessen. Mein Magen ist viel zu labil für eine Sitzung, wenn Sie verstehen. Ja, ja, schon kapiert. Fieser, echt fieser Durchfall. Ja, ich verstehe. Können wir es vertagen? Ja, werden wir wohl müssen. Ich habe schon Tabletten genommen. Ich rufe bald zurück, versprochen. Alles cool? Alles cool. Dann gute Besserung, Jimmy. Wird schon wieder. Ja, das nenne ich mal gekonnt. Auf der Karte markieren.
Und fahren wir mal hin. Guten Tag. Hey, Ghoul, was geht? Ich habe hier ein paar New Dawn für dich. Sieht glaubwürdiger aus, oder? Cool, danke, Mann. Kein Problem, mach sie fertig. Ja? Hi. Ich bin Jason Lowell. Ich bin hier für Ihren Audit. Okay, Jason Lowell. Sie sollen der Beste sein. Kommen Sie. Danke für Ihre Gastfreundschaft. Bitte. Okay, fangen wir an, hä? Meine Quellen sagen mir, dass Sie Zweifel an unserer Kirche haben. Ich möchte, dass Sie mir davon erzählen. Zweifel, ja. Zweifel ist ein starkes Wort. Früher war ich inspirierter, als ich heute bin. Jimmy, kommen Sie. Seien Sie offen mit uns. Sie haben recht. Okay. Okay, es gibt Gerüchte über diesen Ort, an den Sie Kirchenmitglieder mit Problemen schicken. Und es dauert lange, bis sie wiederkommen, wenn sie überhaupt wiederkommen. Ich habe diese Gerüchte gehört. Und wissen Sie was? Es sind nur Gerüchte. Und kriege ich keinen Ärger? Für die Wahrheit? Nein. Danke, Sie werden es nicht bereuen. Ich verspreche es. Aber nur noch eins. Ich muss diesem Gerücht auf den Grund gehen. Also, wissen Sie, wo dieses angebliche Lager sein soll? Keine Ahnung. Ich hoffe, ich finde es nie heraus. Und hat es einen Namen? Der Rote Raum. Sie nennen es den Roten Raum. Ach ja, Mann. Eine Sache noch, Mann. Ihre letzten 5 Filme waren echt beschissen. Also geben Sie sich Mühe. Okay, immer den Kopf hoch. Peace! Immer den Kopf hoch. Peace! Der ist jeden Cent wert. Geil. Also, einfach Kopf hoch. Peace. Okay, ich habe eine Spur, wie wir New Dawn drankriegen, aber mir fehlt noch eine Info. Jimmy Siska hat Angst vor einem gewissen roten Raum. Jimmy Siska in der rote Raum. Der rote Raum scheint eine Art Reha-Zentrum zu sein, wo die Kirche problematische Mitglieder hinschickt. Manche, die dahin gehen, bleiben für immer weg. Wenn die Leute kidnappen, wäre das ein Riesending für uns. Das übersteigt meine Möglichkeiten. Soll ich mich umhören? Nein, ich mach das. Verdammt. So. Echt? Das ergibt doch keinen Sinn. Was? Hier ist Miranda. Hi, ich bin's, Marcus. Marcus? Holloway? Woher hast du meine Klar, ist schon klar. Ich brauche Hilfe. Es geht um New Dawn. Hast du je vom Roten Raum gehört? Miranda? Ich schick dir eine Adresse. Triff mich dort. Ich brauche nur Infos. Aber warum? Eieieiei. Ja, ne? Allerdings, da wir eh nicht mehr so viel haben, werden wir uns jetzt mal hier ein bisschen um ein paar kleine X-Scout-Geschichten noch kümmern. Bringt uns ja auch Follower ein. Guck mal, da ist er doch schon, der Asia-Ding. Zack. Zack. Missionsskill erreicht. So. TOS-Koordinaten. Nächste X-Scout. Alter! Hey, sofort raus da!
Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst. Selbst schuld. Selbst schuld, mein Freund. Man holt mich nicht aus einem Wagen, den ich gerade geklaut habe. Das macht man nicht. Nimm dich selbst nicht so ernst. Du bist nicht der Retter der Welt. Und das nächste. X-Scout. Es ist, als würdest du dich nicht kennen. Alles klar. So, also erstmal eine neue Belohnung, ne? Schaka. Aber hier sind gleich der nächste. Guck mal. Zack. Ach so. Und dann geht nachts nach Hause. Ja, toll. Okay, muss ich tagsüber hin. Dann fahren wir mal da lang. Danke. Ja, wenn schon, denn schon, ne? So. Und... Na, noch nicht ganz. Aber das nächste Missionsziel von X-Scout wenigstens. Wir brauchen mehr Drohnenbilder. Stimmt, per Drohne können wir ja auch Bilder machen. Da war ja auch was. Und ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, aber in GTA San Andreas kann man sich hier oben so ein Haus holen. Finde ich immer witzig. So, schauen wir mal. Vielleicht kommen wir ja hier irgendwo nach oben. Ja, guck mal, das sieht doch gut aus. Zack, zack, zack. Einmal hier rüber. Schon haben wir ein neues T-Shirt uns geholt. Der Zack. Da oben. Ich weiß gar nicht, ob ich da oben überhaupt war. Doch, ich erinnere mich. Das war tatsächlich eins der Ziele, wo ich sprayen musste. Die Graffitis raufhauen musste. So. Oh, da muss ich nur hacken. Sollte ich doch auch hier hinkriegen, oder? Zack. Kerndaten. Neue Kerndaten. So, und mit diesen neuen Kerndaten würde ich sagen, beende ich auch erstmal diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht. Hier bei Watch Dogs 2.